Eng, ne? Unten. Da ist er. Hallo. Wer kennt diesen Mann? Wanted, dead or alive. Aus welchem Video kennt ihr den? Schreibt es mir in die Kommentare. 2019. Ja. Es gibt aber diesmal keinen Startplatz für den Gewinner. Wo geht's heute hin? Wir haben heute was Spezielles vor. Das stimmt, ja. Geh nach Altschauerberg. Altschauerberg. Wer kennt ihn nicht, diesen schönen Ort, diesen beschaulichen Ort in der Fränkischen? Ja. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ja, mal gucken, wie es da so aussieht. Das soll ja alles platt sein. Ich war ewig nicht mehr dort. Das letzte Mal waren wir, wann war das? Im Januar 2020. 20, oder? Ja, 21. Das ist schon so lange her. Oder 21. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Seitdem hat sich viel getan. Ja. Gucken wir mal, wie es dort aussieht. Wir werden berichten. Viel Spaß bei diesem Video. So, hier haben wir die 900 Jahre alte Eiche. Schon ein bisschen älter wie wir. Boah, doch. Lass uns mal die Daten anschauen. Stammumfang 5,42 Meter, Kronendurchmesser 29,5 Meter. Mein lieber Schwan, du. Naturdenkmal steht noch dort. Ja, naturgeschützte Eiche. Jawohl. Hat schon einiges mitgemacht. Ja. Ich glaube ja. Hat schon ein paar Sachen gesehen, die wir am besten nicht sehen erzählen. So, da geht's weiter. Jetzt sind wir gerade im Puschendorf. Nicht mehr lang, dann sind wir in Emskirchen. Kommt schon die Zone. Kommt schon die Zone, ja. Mal gucken, ob wir irgendwelche Mautstellen passieren müssen. Irgendwelche Polizeidienststellen. Mal sehen, wie es aussieht. Ob es ruhig ist, ob es beruhigt hat oder nicht. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall ist heute ein schöner Tag. Blauer Himmel. Bestes Wetter. Und machen wir einen schönen Sonntagsausflug. So, kurz vor Emskirchen, nicht mehr weit. Vorne ist schon der Abhörturm vom Drachenlord. Jetzt geht jetzt die Straße da entlang, dann geht es ein bisschen runter nach Emskirchen und dann noch also 2 Kilometer nach Altschauerberg. Gut, dann gehen wir es mal an den Rest und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was da so ist oder auch nicht. Welt in Ordnung in Emskirchen da. Das stimmt. Jawohl, urige Dorfleben. So, Emskirchen erreicht. Wir nähern uns der Todeszone. Ja, hier ist die Pizzeria. Auch weltbekannt durch diverse Videos. Ja. So, da vorne geht es links weg. Und der damit nichts zu tun hat. Ja, stimmt. Ja. So, da vorne geht es links weg. Aber Hater-Video ist das ja nicht. Nicht? Nee. Okay. Es ist rein dokumentarisch. Okay. Und einfach nur Interesse halber, wie es da jetzt so aussieht. Hater-Videos überlassen wir anderen. Wir sind einfach nur neugierig, was in der Zwischenzeit passiert ist. We'll be right back.
krass. Sehr heftig, schau dir das an. Komplett weg. Schaut gleich ganz anders aus. Ja, der Strudel, der war gar nicht so, die Scheune war gar nicht so. Hat man gar nicht so gesehen, ne? Ja. Aber es schaut sauberer aus wie vorher jetzt. Und irgendwie waren da nicht so Schmierereien auch? Oder ich weiß gar nicht mehr. Waren da Schmierereien irgendwie hier? Ja, ja. Auch. Jetzt schaut es ja echt aufgeräumt aus. Krass. Das ist ja hier schon teilweise zugewachsen. So schnell geht es. Da war es die Truppbude. Hier ist die Alarmanlage immer los. Ja. Heftig, den Zaun haben sie auch schon eingerissen hier. Da sind bestimmt schon welche eingedrungen. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Ja, da ist noch die Tür offen. Heftig. Alles schon zugewachsen hier. So schnell geht das. Wann war denn das mit dem Abriss? Weiß ich auch nicht mehr. So lange ist das doch noch gar nicht her, oder? Das war irgendwie im März oder so. Krass. Und das hat ihm auch gehört? Weiß ich nicht genau. Eigentlich schon, oder? Das ist ja richtig groß alles dann. Schau mal her, was der alles gehabt hat da. Lagerhaus. Ja, da könntest du noch ein zweites Haus draus machen. Hier, dann die Scheune, die Garagen und da war das Haus dann noch gestanden. Ist ja riesig. Mei, Junge, da hätten wir schon was draus machen können. Für 60.000. Es war nie mehr deine Ruhe gehabt. Du meinst, dass mir jemand 60.000 geboten hätte, dass es genommen hätte? Nee. Ja, da musst du das Dreifache nochmal neu stecken dann. Ja, oder renovieren. Da musst du nochmal 150.000 in die Hand nehmen. Wenn's das wäre doch cool, hier so ein Tiny House der Länge nach. Ja. Und hier dann nochmal ein richtiges. Ja. Ja, da hat er auch interessiert geschaut, was jetzt hier so ist, beziehungsweise nicht mehr ist. Zaun ist ja auch heftig. Kann man das überhaupt Zaun nennen? Das ist ein gebasteltes Ding. Das sind irgendwelche Drahtgeflechte ineinander montiert. Irgendwelche Teile, die er gefunden hat. Wahnsinn. Ja, so schaut es aus hier momentan. Mehr gibt es nicht zu sehen. Für all die, die interessiert sind, wie schaut es denn jetzt an der ehemaligen Drachenschanze aus? Unspektakulär, alles platt. Keine Ahnung, ich glaube, ist schon weg. Die Gemeinde hat es ja gekauft, was ich so gelesen habe. Ja, irgendwann wird ein neues Häusl stehen, aber der neue Besitzer, der tut mir jetzt schon leid, weil ich glaube, der Geist wird immer drüber schweben und es werden immer wieder Leute kommen und gucken und schauen. Und naja, wir werden sehen. Die Zukunft wird zeigen, was hier mit dem Areal passiert und wie es weitergeht. So, in zwei Jahren schauen wir wieder her. Genau, in zwei Jahren gucken wir wieder her. Wir hauen uns jetzt wieder aufs Rad. Wir zünden jetzt noch hier die Rakete, das Strava-Segment hier hoch. Mit dem glorreichen Namen Drachensegment oder Drachenschanzensegment, keine Ahnung. Und ja, dann sagen wir noch ein bisschen was von der rechten Ausfahrt. Und ansonsten war es das. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao, ciao. Yeah.
So, Thomas kommt und greift das Segment an. Schlecht. Ja, Radfahren ist ein harter Sport. Kann man sich schon verausgaben.